So, wir installieren zuallererst mal LexD. Das machen wir über Snap und schauen zuallererst, ob Snap auch installiert ist. Der Snap Daemon über sudo apt install snapd und wir sehen, es ist schon installiert. Jetzt können wir also LexD mit sudo snap install LexD installieren und das habe ich schon vorbereitet, deswegen ist es hier schon da. Wir wollen später für unsere Container ZFS als Dateisystem verwenden. Deswegen müssen wir das auch noch installieren mit sudo apt install zfsutils linux und ist auch schon installiert. Okay, als nächstes müssen wir den LexD Hypervisor noch einrichten über sudo LexD init geht das und wir bekommen einige Fragen gestellt, die wir jetzt beantworten wollen. Wir wollen natürlich einen neuen Storage Pool konfigurieren, einrichten und deswegen lassen wir Yes. Wir können die meisten Fragen mit der Startantwort beantworten. Der Name ist egal, lassen wir mal so. Hier können wir entscheiden, was wollen wir als Dateisystem, als Backend für unsere Container verwenden und wir hatten schon gesagt, wir wollen gerne ZFS verwenden. Andere Möglichkeiten sehen wir hier, lassen wir aber erstmal bei ZFS. Wir möchten einen neuen Pool für ZFS auch einrichten und hier können wir entscheiden, ob wir eine eigene Partition oder eine eigene Festplatte dafür benutzen wollen. Machen wir jetzt in dem Fall nicht, sondern wir benutzen ein sogenanntes Loop Device, also es ist im Prinzip eine Datei, in der unser Dateisystem steckt. Also lassen wir es mal bei No und geben hier unsere Größe ein für unsere Datei. Ich nehme jetzt mal 8 GB und wir wollen, dass es über das Netzwerk verfügbar ist. Das brauchen wir später. Den Port und die Adresse können wir so lassen. Port bleibt bei 8443 und wir brauchen ein Passwort, das wir zweimal eingeben, später dann zu verbinden. Das können wir auch mit Yes belassen und als nächstes kommt die Frage nach der Netzwerkbrücke. Wir brauchen eine, weil wir noch keine eingerichtet haben. Wollen wir also einen einrichten? Der Name ist wieder nicht egal. Wir wollen erstmal ein Beispiel bei IPv4 belassen und IPv6 machen wir nicht. Eine Netzwerkbrücke ist deswegen notwendig, damit unsere Container auch alle eine IP-Adresse bekommen und wir sie erreichen können. Gut, das war's. LexD ist nun erfolgreich konfiguriert worden und als nächstes können wir anschauen, was haben wir für Container. Das machen wir mit LexC. Das ist der Client für LexD sozusagen. Und das ist ein ganz nützliches Kommandozeilenprogramm. Werden wir gleich noch sehen. Also LexC List können wir uns alle anzeigen. Und ups, ich habe keinen Zugriff, denn ich bin nicht in der LexD-Gruppe. Das muss ich jetzt noch schnell machen, damit ich auch ohne Sudo drauf zugreifen kann. LexD UserMod. Wir möchten eine Gruppe anhängen. In meinem Benutzernamen, und zwar in der Gruppe LexD. Hier. Okay, Benutzername Okidoki. Jetzt müsst ihr mich anmelden oder abmelden oder ich müsste den New Group Befehl und die Gruppe dahinter noch. Und schon klappt das. Und wir können jetzt mit, ups, zu weit, mit sudo, Entschuldigung, mit LexD List ansehen, was wir für Container haben, nämlich noch gar keine. Als nächstes möchte ich euch deswegen zeigen, wie wir einen Container erstellen und was man damit alles machen kann. Gut, wir haben also LexD installiert und haben gesagt, dass wir bisher noch keinen Container installiert haben. Unsere Liste ist leer und wir möchten jetzt unseren ersten Container erstellen. Dafür gibt es den Befehl LexD Launch, das erstellt einen Container und startet ihn automatisch. Wir möchten ein Ubuntu 16.04 starten und geben dem Ganzen jetzt noch einen Namen. Sagen wir einfach Ubuntu. Und jetzt wird der Container erstellt. Wenn man das zum allerersten Mal macht, wird erst der Container noch heruntergeladen. Ich habe das schon gemacht, deswegen ist jetzt der Container recht schnell erstellt. Ansonsten wird erst noch das Image heruntergeladen. Und ich kann mir jetzt mit LexD List anzeigen lassen, dass der Container da ist und ich sehe, er ist da und
Er läuft und hat eine IP bekommen aus dem Subnet von LXD oder LXD. Als nächstes wollen wir noch einen zweiten Container installieren, und zwar einen CentOS Container. Das können wir machen über LXD Launch. Und diesmal nehme ich einen Container aus einem anderen Repository, nämlich von Images. Und wir wollen einen CentOS 7 machen und nennen das auch CentOS. Okay. Er lädt also wieder das Image herunter, habe ich in dem Fall auch schon gemacht, und erstellt den Container. Genau. Hier ist er schon. Wir können ihn anzeigen lassen und sehen, er läuft, hat noch keine IP-Adresse bekommen, aber wenn ich den Befehl jetzt nochmal ausführe, dann sehen wir, er hat ebenfalls hier eine IP-Adresse bekommen. Wir haben eben einen Container gestartet mit LXD Launch Images CentOS 7, und das CentOS 7 Image kommt aus dem Repository Images, und standardmäßig ist dieses Image schon, dieses Repository schon mit eingebunden. Das können wir uns anzeigen lassen mit LXD Remote List. Da sehen wir, hier ist unser Images Repository, das kommt von linuxcontainers.org. Wir haben das lokale und wir haben noch zwei Ubuntu Repositories. Wenn ich jetzt wissen möchte, welche Images alles hier drin sind im Images Repository, dann kann ich es machen mit LXD Image List und dann das Name des Repositories mit einem Doppelpunkt, und ich bekomme eine Liste aller Images, die da vorhanden sind. Dauert einen kleinen Moment. Und hier seht ihr die Liste. Es sieht ein bisschen hier durcheinander auf meinem Bildschirm aus, weil das jetzt hier eine kleinere Auflösung ist. Aber ihr seht, es gibt einmal hier Debian, wir haben Ubuntu, wir haben CentOS, es gibt verschiedene Fedora, es gibt verschiedene Images, die hier drin sind und aus denen man dann einfach einen Container erstellen kann. Okay, wir haben also jetzt aber unsere beiden Images, CentOS und Ubuntu, die hier laufen, eine IP bekommen haben, und die Frage jetzt ist, was kann ich damit machen? Zuallererst können wir die Container starten und stoppen. Jetzt laufen sie, ich kann sie einfach anhalten mit LXD Stop und dann zum Beispiel CentOS. Okay, ja, wenn ich mir das jetzt für die Liste anzeige, sehe ich, okay, der ist gestoppt. Der Ubuntu-Container läuft noch und ich kann natürlich genauso wieder starten. Und er läuft wieder und hat seine IP-Adresse. Ich kann auch einen Container neu starten mit Restart und Ubuntu zum Beispiel, und jetzt wird der Container neu gestartet. Jetzt habe ich einen Reboot gemacht und der ist dann wieder da. Gut, wir haben also unsere beiden Container und wir können mit diesem Container natürlich noch vieles mehr machen. Zum Beispiel können wir einen Befehl ausführen in diesem Container, LXD Exit und dann der Name des Containers, in dem Fall zum Beispiel. Und jetzt kann ich hier einen Befehl ausführen. Ich kann mir zum Beispiel die Netzwerkschnittstelle anzeigen lassen mit IPA und sehe hier mein Loopback Device und die Netzwerkschnittstelle mit der entsprechenden IP, so wie wir sie auch hier oben sehen. Das gleiche kann ich auch machen mit dem CentOS Container. Und sehe auch, er hat diese zwei Schnittstellen und auch hier sieht man wieder die IP-Adresse, die er hat. Ich kann jeden beliebigen Befehl ausführen. Vielleicht noch als Hinweis, wenn man einen Befehl ausführt, der einen Kommandozeilenparameter hat, zum Beispiel ls-al, dann bekomme ich einen Fehler, weil da ein Kommandozeilenparameter da ist mit einem Bindestrich. Deswegen muss ich den Befehl abtrennen nach dem Containernamen mit einem doppelten Bindestrich. Und wenn ich ihn jetzt ausführe, dann zeigt er mir an, welche Dateien da in diesem Verzeichnis drin sind. Okay. Ich kann natürlich auch eine Shell ausführen. Und wenn ich das mache, als Befehl, komme ich sozusagen auf die Shell in den Container. Wenn ich den Bash ausführe, bin ich root sozusagen in meinem Ubuntu-Container und kann mir jetzt hier das gleiche anzeigen lassen, bin in dem Container drin, kann alles Mögliche machen, ich kann Updates starten
und zum Beispiel meine Software installieren, die ich hier in diesem Container haben möchte, meine Webanwendung oder irgendeinen anderen Dienst, den ich brauche. Okay, jetzt breche ich mal ab. Ich kann mich wieder mit Exit ausloggen. Das gleiche geht natürlich auch mit dem CentOS-Container. Ich kann auch hier einen Bash Shell aufrufen. Und jetzt bin ich hier root im CentOS und kann zum Beispiel hier auch mein Update laufen lassen oder Software installieren, wenn ich das möchte. Aber das möchte ich in dem Fall nicht, denn es dauert jetzt zu lang. Okay, gut, brechen wir ab. Und dann können wir hier mit Excel wieder ausloggen. Wir haben jetzt gesehen, wie man Befehle ausführen kann innerhalb eines Containers oder uns auch anmelden können in dem Container. Natürlich kann man auch Befehle außerhalb vom Container ausführen, zum Beispiel Dateien in den Container hineinschieben oder aus dem Container herausholen. Das geht mit lxc-file und dann kann man einmal push oder pull nehmen. Wir möchten eine Datei in den Container hineinschieben und dafür legen wir erstmal schon eine an, echo hallo in unser Datei hallo. Und wenn ich die mir jetzt anzeigen lasse, dann seht ihr, da steht hallo in der Datei drin. Und diese Datei wollen wir jetzt in unseren Ubuntu-Container hineinschieben mit lxc-file, push, jetzt kommt der Dateiname und wir schieben das in unseren Ubuntu-Container und können direkt dahinter den Pfad angeben. Zum Beispiel zum root schieben wir das zum root-Benutzer und zack, fertig. Jetzt kann ich mal schauen, ob der auch wirklich dann da ist. Logge ich mich jetzt mal in unserem Ubuntu-Container ein als root. Und müsst ihr jetzt die Datei sehen und ihr seht, hier ganz unten sehe ich die Datei, sehe ich sie also da. Und wenn ich sie aus den Inhalt ausgebe, seht ihr auch, dass ich das Hallo drin steht, so wie wir es eben gerade erstellt haben. Okay. Ich kann natürlich auch diese Datei herausholen aus dem Container mit lxc-file pull. Jetzt nehme ich meinen Containernamen. Und zwar haben wir die Datei ist in root hallo und die möchte ich lokal in hallo 2 haben. Und jetzt kann ich mir hallo 2 anzeigen lassen und ihr seht, da ist der gleiche Inhalt drin. Und so kann man also Dateien, Konfigurationen oder was auch immer man möchte in den Container hineinschieben und auch wieder herausholen. Gut, jetzt kann es sein, dass ich in meinem Container ein Update laufen lassen möchte oder irgendeine Veränderung vornehmen möchte an der Software, wo ich nicht weiß, ob das gut geht. Dann kann ich einfach von meinem Container einen Snapshot erstellen. Zum Beispiel wollen wir unseren Ubuntu-Container einen Snapshot machen. So, jetzt habe ich einen Sicherungspunkt erstellt. Ich kann das auch sehen in lxc-list ganz hier hinten. Bei Snapshot sehe ich, da ist jetzt ein Snapshot vorhanden. Und wenn ich mir die Infos anzeigen lasse zu einem Container mit lxc-info Ubuntu, dann sehe ich auch, dass hier ganz hier unten da steht, ich habe einen Snapshot, der heißt snap0 und ich sehe auch, wann ich den erstellt habe. Okay, hier sehe ich auch noch andere Sachen, wie groß mein Speicherverbrauch ist, wie viel Memory, wie viel Arbeitsspeicher braucht, wie viele Daten über die Netzwerkschnittstellen empfangen wurden oder und so weiter. Okay, gut. Ich habe also meinen Snapshot erstellt. Sehe ich hier nochmal. Und jetzt kann ich mich in den Container einloggen. Und da zum Beispiel eine Datei, die wir gerade eben erstellt hatten, entfernen. Und mich wieder ausloggen. Und jetzt stelle ich fest, ups, die Datei war aber wichtig. Jetzt ist irgendwas schief gelaufen. Und ich möchte jetzt meinen Container sozusagen wieder herstellen. Wenn ich jetzt noch mal kurz mich einlogge, dann sehe ich, dass hier die Hallo-Datei, die ist verschwunden, die ist nicht mehr da. Und ich möchte jetzt meinen alten Snapshot herstellen, kann ich das machen mit lxc-restore. Und jetzt gebe ich einfach an den Containernamen und den Snap, den ich wieder herstellen möchte. Okay, das war's schon. Jetzt habe ich also meinen ersten Snapshot wieder hergestellt und wenn ich mich jetzt wieder einlogge in den Container und das anzeigen, dann sehe ich, dass meine Hallo-Datei
ist wieder da, also der Zustand ist wieder genau so, wie ich ihn haben will. Das ist ganz praktisch, wenn man was verändert an der Konfiguration, ein Update installiert und das nicht ändern möchte. Einen Nachteil gibt es noch, nämlich wenn ich ein System habe, was natürlich live irgendwo läuft und ich erstelle einen Snapshot und verändere das sozusagen in der Produktion, kann man da unnötige Downtime sozusagen erzeugen. Wenn man einen Fehler gemacht hat, zum Beispiel das Update funktioniert nicht, dann ist der Container nicht erreichbar und ich muss jetzt einen Snapshot wieder herstellen. Ich kann aber auch Folgendes machen. Ich kann einfach sagen, okay, ich erstelle einen neuen Container aus meinem Snapshot. Zum Beispiel kann ich den Container kopieren oder besser gesagt den Snapshot. Also ich habe meinen Ubuntu-Container. Ich möchte gerne den Snap 0, also meinen Zustand, den ich hatte, kopieren in einen neuen Container, also Ubuntu 2. Und jetzt erstellt er einen neuen Container, schon fertig. Und ich kann ihn mir anzeigen lassen und habe hier meinen zweiten Container, der ist gestoppt noch und den kann ich jetzt starten. Und wenn ich mich jetzt in diesen Container einlogge, dann sehe ich, dass hier der gleiche Zustand ist wie im Snapshot, nämlich dass hier meine Halldatei da ist. Ich kann also jetzt hier in Ruhe, unabhängig von meinem Produktionssystem, Update installieren und testen. Und wenn ich das fertig habe, dann kann ich einmal den einen Container stoppen und den anderen starten. Und so habe ich fast keine Downtime und alles ist so, wie ich das haben möchte.